Krankentransport im elsässischen Mühlhausen. Patienten in kritischem Zustand werden mit Armeeflugzeugen aus dem Corona-Brennpunkt in Krankenhäuser im Südwesten Frankreichs gebracht. Denn im Elsass fehlt es an Betten, Beatmungsgeräten und medizinischem Personal. Landesweit sind bereits über 260 Covid-19-Kranke gestorben. Am Abend klatschten die Menschen wieder für die Helfer in der Corona-Krise. Das ist ein Moment, den ich mit meinen Nachbarn teile. Wir halten zusammen, auch wenn wir unter Schock stehen. Und natürlich möchten wir uns beim Gesundheitspersonal bedanken. Wir brauchen sie und ich denke, sie werden es hören. Der Applaus hallt durch größtenteils leere Gassen, denn in Frankreich gilt seit Dienstagmittag eine landesweite Ausgangssperre. Die Metropole Paris ist seither wie ausgestorben. Ähnlich die Lage auch in Österreich. Im besonders stark vom Virus betroffenen Bundesland Tirol greift man jetzt zu noch drastischeren Maßnahmen und stellt die gesamte Region unter Quarantäne. Das heißt, Tirol isoliert sich selbst. Wir erlassen Quarantäneverordnungen für alle 279 Tiroler Gemeinden. Das bedeutet, sofern es einen Arzt, eine Apotheke, einen Lebensmittelhandel, eine Bank im Ort gibt, darf die Gemeinde für diese Zwecke nicht verlassen werden. Die Landesregierung war zuvor international in Kritik geraten, da Skiorte, die im Zentrum des Corona-Ausbruchs standen, zu spät zu Risikogebieten erklärt wurden. Österreich kontrolliert ab heute die Grenzen zu Deutschland. Auf der bayerischen Seite tun Beamte dies bereits seit Montag.